Herzlich willkommen, liebe Studierende, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, Universitätsangehörige, zu unserem ersten Abend unserer diesjährigen Reihe, die den Titel trägt Ein Jahr im Kalten Krieg, 1956, Ostmitteleuropa und die Welt, beziehungsweise und die Schweiz. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich hier sind. Ich freue mich besonders, dass unser Referent ganz kurz vor Erscheinen, vor Beginn pünktlich noch den langen Weg aus Jena hierher gefunden hat und werde Sie jetzt auch gar nicht lange abhalten von seinem Vortrag, nur ein paar einleitende Worte von mir. Ja, 1956, Die Welt im Aufstand, hat Simon Hall sein Buch genannt, das vielleicht der eine oder andere von Ihnen gelesen hat dieses Jahr, ein Buch, das recht viel Aufmerksamkeit gefunden hat. Man muss jetzt Halls superlativische Einschätzung, 1956 sei, wie er sagt, ein Jahr des kollektiven Dramas und reihe sich in der welthistorischen Bedeutung quasi gleich neben 1789 und 1968 ein, nicht unbedingt vollumfänglich teilen, aber ein denkwürdiges Jahr war es in jedem Fall. Eins, in dem die Zeitgenossen das Gefühl hatten, sie lebten, wie es so schön heißt, in interessanten Zeiten. Es ist Grund genug für uns, die Schweizerische Osteuropa-Bibliothek der Universität Bern, diesem Jahr und seinen Reperkussionen in Ost, West und vor Ort, vor allem auch bei uns in der Schweiz, unsere diesjährige Veranstaltungsreihe zu widmen. Denn aus Perspektive der osteuropäischen Geschichte ist dieses Jahr natürlich in mehrfacher Hinsicht Zäsur, Kulminationspunkt. Man kann 1956 als Ausgangspunkt von Entwicklungen lesen, wie etwa der kulturpolitischen Liberalisierung des sogenannten Tauwetters in der Sowjetunion. Oder man kann es als Eruption sehen, als Eruption bereits seit längerem schwelender Unzufriedenheiten, wie dies etwa die Aufstände in Posen und anderen polnischen Städten, sowie natürlich in Ungarn im Oktober des Jahres deutlich zeigen. Aber es wird Pavel Kolar sein, der hier am 3. November spricht, ganz Ostmitteleuropa dann in den Blick nimmt und danach fragen wird, ob und wie 1956 als Epochenschwelle zu lesen ist. Da will ich ihm auch nicht vorgreifen und bin gespannt, zu welchem Schluss er kommen wird. Ich glaube aber und wage zu behaupten, dass wir im Laufe unserer 6 Vorträge immer wieder vor der Frage stehen, ob, wie und für wen 1956 ein Umbruch darstellte, wo es aber auch vielleicht trotz spektakulärer Tabubrüche, könnte man sagen, doch eine Kontinuität dominierte. Ja, lassen Sie mich kurz eine Vorschau geben auf unser Programm, das dieses Semester stattfindet. Zuerst 1956 fand eben nicht nur hinter dem sogenannten Eisernen Vorhang fernab der Schweiz statt, sondern das Medienecho, das die Ereignisse im Westen fanden, hatte eine neue Qualität. Auch hier in der Schweiz. Für die, die sich für dieses Thema interessieren, ein Hinweis, in Aarau im Stadtmuseum findet jetzt gerade auch bis im Februar, glaube ich noch, eine Ausstellung statt, wo Teile des Ringier-Bildarchivs zu sehen sind, Bilder eben des Empfangs der ungarischen Flüchtlinge in der Schweiz und der Berichterstattung darüber. Das Ringier-Bildarchiv ist ein riesiges Fotoarchiv, das im Staatsarchiv Aarau lagert und daraus sind nun eben Bilder zu diesem Thema zu sehen. Eben, es sind in der Schweiz ab Ende 1956 rund 14.000 Flüchtlinge eingetroffen, haben Aufnahme in der Schweiz gefunden in einem aufmerksamen Klima der Hilfsbereitschaft, vor dem Hintergrund aber auch eines starken innenpolitischen antikommunistischen Konsenses. In dieser Perspektive ist 1956 natürlich auch ein Element des kollektiven Gedächtnisses, ein Erinnerungsort in der Schweiz. David Trifasch wird in 2 Wochen darüber hier sprechen, eben wie diese ungarische Diaspora in der Schweiz anwuchs, wie sie in der Öffentlichkeit präsent war. Am 1. Dezember wird sich Tiffaine Robert, wo ich mich freue, dass sie heute auch schon hier im Publikum ist, sich einem etwas weniger bekannten Aspekt, aber sehr spannenden Aspekt dieses Themas widmen, nämlich jenen ungarischen Flüchtlingen, die nicht in der Schweiz blieben, sondern nach Ungarn reemigrierten. Am 17.11. dann werden Julia Richers, Gabor Egri und Raphael Labanino unter der Leitung von Regina Fritz darüber diskutieren, wie 1956 in Ungarn in den vergangenen 60 Jahren, vor allem aber natürlich in der jüngsten Zeit und in der Gegenwart wissenschaftlich, gesellschaftlich, politisch eingeordnet, beurteilt, benutzt wird, wurde und wird. 2 weitere Dinge, auf die ich Sie kurz aufmerksam machen möchte, sind der Filmabend, der am 26. Oktober stattfinden wird. Anja, Mutter von Miklos Gimes,
ein Dokumentarfilm, in dem sich der Autor auf die Spuren seines Vaters begibt, der im Gefolge der Aufstände von 1956 hingerichtet wurde. Sie finden alle Informationen zum Film auch auf dem Programm, das, wenn Sie noch keins haben, Sie sich bitte hier einfach bedienen. Des Weiteren wird am 27. und 28. Oktober in Fribourg eine Tagung zu 1956 stattfinden, zu der ich ebenfalls einige Programme aufgelegt habe. Sie finden auch alle Informationen dann noch im Internet. Ja, ich bin schon fast am Ende. Wichtig aber auch, um zurückzukommen zu unserer Reihe, etwas, was Hall in seinem Buch ganz gut, finde ich, herausstreicht, ist, dass diese Nachkriegsordnung 1956 nicht nur im Osten mit Stabilitätsproblemen zu kämpfen hatte, sondern beide Großmächte, eben auch die USA, standen innenpolitisch vor Herausforderungen. In den USA waren es eben die Rassenunruhen, der Beginn der Bürgerrechtsbewegung, die Politik und Gesellschaft polarisierten. Aber auch außenpolitisch wurde die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs stark antagonistische Blockbildung zunehmend in Frage gestellt und etwas aufgebrochen durch die Dekolonialisierungsprozesse, wo eben mit zunehmender Dynamik neue Staaten entstanden bzw. ihre Unabhängigkeit erlangten und damit natürlich auch neue politische Akteure auf den Plan traten, die diese Ordnung schrittweise veränderten. Darüber wird Natascha Mischkowitsch in unserem letzten Vortrag berichten, im Dezember, mit einem Vortrag über Tito, Nasser und Nerus Treffen auf der kleinen kroatischen Ferieninsel, Titos Ferieninsel Brioni, über die Entstehung der blockfreien Bewegung und damit so ein bisschen den Bogen von Osteuropa eben in die Welt hinausschlagen. Ja, heute beginnen wir aber im Osten, in Moskau, im Februar, am kalten Februar des Jahres 1956, mit einer geheimen Rede, deren Auswirkungen aber weit über den ursprünglichen Adressatenkreis hinausging, der Rede Chruschtschows auf dem 20. Parteitag der KPdSU. Und jetzt ist es mir eine Freude, unseren heutigen Referenten vorzustellen, einen Privatdozenten Dr. Jörg Ganzenmüller aus Jena. Ganz kurz zu seiner Vita. Jörg Ganzenmüller hat neuere und neueste Geschichte, osteuropäische Geschichte und wissenschaftliche Politik in Freiburg, im deutschen Freiburg, studiert und dort 2003 bei Gottfried Schramm promoviert mit der Arbeit »Das belagerte Leningrad, eine Großstadt in der Strategie von Angreifern und Verteidigern«. Das ist bei Schöning 2005 erschienen und ich gebe das dann nachher auch mal rum, dass Sie da mal einen Blick reinwerfen können. Ab 2004 hat sich sein Lebensmittelpunkt nach Jena verlagert, wo er bis 2010 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte war. Er hat sich dort 2010 habilitiert mit einer Arbeit zu den russisch-polnischen Beziehungen, nämlich russische Staatsgewalt und polnischer Adel, Elitenintegration und Staatsausbau im Westen des Zarenreichs 1772 bis 1850. Das ist 2013 bei Böhlau erschienen. Aus diesem Forschungsschwerpunkt ist auch ein Sammelband hervorgegangen, der eben ganz frisch erschienen ist, den wir noch nicht haben hier in Bern, vom Vorrücken des Staates in die Fläche, ein europäisches Phänomen des langen 19. Jahrhunderts, zusammen mit Tatjana Tönsmeier herausgegeben. Ja, in den letzten, also in den 4 Jahren, die darauf folgten, 2010 bis 2014, hat Herr Ganzenmüller Joachim von Puttkamer am Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte in Jena vertreten. Dann hat er gewechselt und ist seit Dezember 2014 Vorstandsvorsitzender der Stiftung Ettersberg, einer Stiftung, die sich der wissenschaftlichen Forschung, Erforschung der europäischen Diktaturen im 20. Jahrhundert widmet, insbesondere der SED-Diktatur in der DDR und die auch viel Bildungsarbeit betreibt, sowie die Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt unterhält. Zwei weitere kurze, wichtige Publikationen, auf die ich nur ganz kurz, eine werde ich rumgehen, eine werde ich nur vorstellen, weil sie noch nicht da ist. Das eine ist der Sammelband Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerungen, Orte, Akteure, Deutungen, herausgegeben 2014. Und das andere, eben ganz neu angekündigt, sollte in den nächsten Wochen kommen. Und wir werden es bestimmt in der SU anschaffen. Das ist Orte der Shoah in Polen, wird dieses Jahr noch bei Böhlau erscheinen. Ja, Sie sehen, wir haben hier einen ausgewiesenen Experten zum Stalinismus und der Erinnerung daran, dem Umgang daran, hier bei uns, der einen weiten Weg auf sich genommen hat, wofür ich ihm sehr dankbar bin und ich freue mich auf deinen Vortrag.
administrativer Hinweis noch für die Studierenden, wer noch nicht auf dieser Liste ist, die ich jetzt umgebe, brauchen Sie das. Ja, zunächst ganz herzlichen Dank für die Einladung und die freundliche Einführung. Ich bin sehr gerne hier nach Bern gekommen, auch wenn das sozusagen ein weiter Weg ist und die Bahn es einem dann auch nicht immer einfach macht. Aber es hat noch rechtzeitig geklappt. Und Eva Maurer hat mich darum gebeten, zu Beginn dieser Vorlesungsreihe sozusagen auch etwas grundständig in das Jahr 1956 einzuführen, gewissermaßen vom Ausgangspunkt, von der Geheimrede Nikita Chruschtschows, die jetzt auch im Zentrum meines Vortrags steht, allerdings nicht nur die Geheimrede selbst, sondern von der ausgehend versuche ich auch so ein bisschen auszubreiten, was denn dann eigentlich auch die Folgen, insbesondere in der Sowjetunion waren, die Folgen für Ostmitteleuropa, werden Sie ja dann noch im Laufe der Vorlesungsreihe kennenlernen. Die Herrschaft von Nikita Chruschtschow gilt als eine zutiefst widersprüchliche Herrschaft. Sie markiert den Übergang vom Stalinismus zur sowjetischen Normalität der 60er und 70er Jahre. Wobei der Nachfolger Stalins nie vollständig mit der Gewalt gebrochen und Normalität auch nie ganz erreicht hat. Manfred Hildermeier konnte in seiner monumentalen Geschichte der Sowjetunion noch bilanzieren, Chruschtschow sei ein gescheiterter Reformer. Er habe das Land zu liberalisieren versucht, sei aber über die Inkonsequenzen seines Entstalinisierungskurses und die konservativen Beharrungskräfte in der Partei gestürzt. Die neuere Forschung versucht, die alten Dichotomien zu überwinden, in denen sich Stalinisten und Reformer oder Herrschaft und Gesellschaft als Akteure gegenüberstehen. Susanne Schattenberg oder Miriam Dobson betonen vielmehr die Langlebigkeit der stalinistischen Kultur, die sich in politischen Einstellungen und kulturellen Praktiken manifestierte, zum Beispiel in den argwöhnischen Reaktionen der Bevölkerung auf die Gulag-Heimkehrer. Der sowjetische Dichter Jewgeni Jewtuschenko hat dieses Problem bereits 1961 in einem Gedicht auf den Punkt gebracht. Man habe nun zwar Stalin aus dem Mausoleum geholt und in der Erde vergraben, aber so fragte er, wie aus Stalins Erben eigentlich Stalin entfernen. Die Geschichte der Entstalinisierung ist untrennbar mit Chruschtschows Geheimrede auf dem 20. Parteitag verbunden. Auch wenn es nach dem Tode Stalins am 5. März 1953 bereits erste zaghafte Absatzbewegungen vom alten Regime gab, so war doch die Rede Chruschtschow am 25. Februar 1956 auf dem 20. Parteitag der eigentliche Start der Entstalinisierung. Ich möchte im Folgenden deshalb in einem ersten Schritt diese Rede in den Mittelpunkt meiner Ausführungen stellen und nach dem Inhalt, aber auch nach den blinden Flecken von Chruschtschows Stalin-Kritik fragen. Außerdem war Chruschtschow mit seiner Geheimrede einer der einflussreichsten Stalin-Interpreten, dessen Deutung bis heute wirkmächtig ist. Ich möchte deshalb auch das spezifische Bild, das Chruschtschow von Stalin und den Jahren des Stalinismus zeichnet, beleuchten. In einem weiteren Schritt möchte ich dann auf einige Folgen, nicht auf alle, aber auf einige Folgen von der von Chruschtschow eingeleiteten Entstalinisierungspolitik eingehen und habe mir hier zwei Dinge herausgegriffen, die ich für ganz zentral halte, nämlich zum einen auf seine Politik der Dezentralisierung und auf das Ende staatlicher Massengewalt. So. Hier sehen Sie sozusagen den Fahrplan, den wir jetzt vor uns haben. Ich beginne also zunächst mit der Geheimrede auf dem 20. Parteitag. Die Entscheidung, auf dem 20. Parteitag eine kritische Abrechnung mit der Herrschaft Stalins vorzunehmen, war keineswegs ein einsamer Entschluss von Nikita Chruschtschow. Seit 1953 war es zu Rehabilitierungsverfahren von Lagerhäftlingen gekommen und die Zahl der Anträge auf eine Überprüfung von Urteilen stieg in den folgenden Jahren auch in die Höhe. Die Stalin-Frage wurde auch auf mehreren Sitzungen des ZK erörtert und Ende 1955 richtete man schließlich eine Kommission ein, die den Auftrag bekam,
den persönlichen Anteil Stalins an den staatlichen Repressionen zu untersuchen. Den Vorsitz dieser Kommission übernahm Pjotr Pospilow. Er war genauso vorbelastet wie all die anderen führenden Persönlichkeiten jener Zeit, hatte allerdings eine wissenschaftliche Ausbildung. Er hatte am Institut der Roten Professur, das war eine Kaderschmiede für den akademischen Nachwuchs aus der Arbeiter- und Bauernschaft, er hatte also dort Marxismus-Leninismus studiert, hatte zwischenzeitlich das Institut für Marxismus-Leninismus geleitet und war auch Chefredakteur der Pravda gewesen. Später verfasste er historische Studien zum russischen Bürgerkrieg und zum deutsch-sowjetischen Krieg. Pospilow arbeitete sehr gründlich und seine Kommission legte unmittelbar vor dem 20. Parteitag dem Präsidium des ZK einen Bericht vor, der immerhin 70 maschinengeschriebene Seiten umfasste. Der Bericht ließ keinerlei Zweifel daran, dass Stalin den Massenterror persönlich initiiert und gesteuert habe. Das Präsidium des ZK erkannte sofort die Sprengkraft dieses Materials. Es stellte sich die Frage, wie man die Verbrechen Stalins einerseits öffentlich machen sollte, andererseits die darauf folgenden Reaktionen unter Kontrolle halten konnte. Der Auftritt von Lagerhäftlingen auf dem Parteitag wurde sogar zunächst erwogen, schließlich aber verworfen. Die Frage nach dem Grad der Öffentlichkeit wurde sehr lange diskutiert und schließlich entschied man sich für eine Rede auf einer geschlossenen Sitzung des Parteitages, wo also nur die Parteitagsdelegierten, etwa 2000 Personen, anwesend waren. Auch musste die Frage gelöst werden, wer nun eigentlich dem Parteitag von den Verbrechen Stalins berichtete. Nikita Chruschtschow scheint sich nicht nach dieser Aufgabe gedrängt zu haben, konnte sich als Parteichef ihrer allerdings letztlich nicht entziehen und so fiel die Wahl angesichts der großen Bedeutung dieses Berichts schließlich auf ihn. Der 20. Parteitag im Februar 1956 selbst verlief zunächst wenig spektakulär. 12 lange Tage diskutierte man über Wirtschaftsfragen und verabschiedete schließlich den 6. Fünfjahresplan. Der Paukenschlag kam erst am Ende. Die letzte Sitzung des Parteitags wurde als eine geschlossene Sitzung deklariert. Es durften also nur die Parteitagsdelegierten daran teilnehmen. Im Anschluss wurde die Rede aber dann an die Parteiorganisationen im Land und auch an die kommunistischen Parteien im Ausland verschickt. Dort sollte sie von der Basis diskutiert werden. Die sogenannte Geheimrede war also gar nicht so geheim, wie das den Anschein erweckt. Und immerhin schon im Juni 1956, also etwa ein Vierteljahr später, wurde sie in den USA von der New York Times veröffentlicht und war damit auch der Weltöffentlichkeit bekannt. Allerdings, auch wenn jeder den Inhalt der Rede kannte, in der Sowjetunion selbst wurde sie erst 1989 unter Gorbatschow publiziert und in der DDR erst 1990. Was war nun genau der Inhalt der Geheimrede? Es war eine konsequente, bis heute lesenswerte Abrechnung mit dem Herrschaftssystem Stalins, mit den politischen Repressionen der 30er und 40er Jahre, mit den außenpolitischen Fehlern Stalins im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs und den militärstrategischen Fehlern während des Krieges. Sie sehen also, viel Gutes bleibt da gar nicht mehr übrig. Worin genau bestand die Kritik Chruschtschows? Zentrales Element war die Kritik an Stalins Personenkult. Und die Rede hieß ja offiziell auch nicht Geheimrede. Diesen Titel erhielt sie erst eben durch diese Publikation von der New York Times. Die Rede hieß offiziell sehr viel sperriger über den Personenkult und seine Folgen. Und gleich zu Beginn führte Chruschtschow aus, jetzt Zitat: Nach dem Tode Stalins begann das ZK der Partei exakt und konsequent eine Politik durchzuführen, die darin bestand, nachzuweisen, dass es unzulässig und im Geist des Marxismus-Leninismus fremd ist, eine einzelne Person herauszuheben und sie in eine Art Übermensch mit übernatürlichen, gottähnlichen Eigenschaften zu verwandeln. Dieser Mensch weiß angeblich alles, sieht alles,
denkt für alle, vermag alles zu tun, ist unfehlbar in seinem Handeln. Eine solche Vorstellung über einen Menschen, konkret gesagt über Stalin, war bei uns viele Jahre lang verbreitet. Khrushchev brandmarkte Stalins Herrschaft also als eine Abweichung vom Marxismus-Leninismus und die Partei habe bereits unmittelbar nach dem Tod des Diktators mit dieser Praxis ja bereits gebrochen. Und Khrushchev hebt Stalins politischen Stil auch deutlich von demjenigen Lenins ab, der, anders als Stalin, vielmehr ein geduldiger Lehrer gewesen sei. Wieder Zitat. Stalin handelte nicht mit dem Mittel der Überzeugung, der Erklärung, der geduldigen Arbeit mit den Menschen, sondern durch das Aufzwingen seiner Konzeptionen, indem er die absolute Unterordnung unter seine Meinung forderte. Wer sich dem entgegenstellte oder versuchte, seinen eigenen Gesichtspunkt und die Richtigkeit seines Standpunktes zu begründen, war zum Ausschluss aus dem Leitungskollektiv und in der Folge zur moralischen und physischen Vernichtung verurteilt. Khrushchev machte aber auch deutlich, dass die politische Ausschaltung von Trotzki, Sinowjew und Bucharin in den 30er Jahren richtig gewesen sei. Allerdings sei Stalin in seinem Kampf gegen die Gegner des Leninismus weit über das Ziel hinausgeschossen, da er dazu überging, auch viele ehrliche Kommunisten zu verfolgen. Wieder Zitat. Stalin führte den Begriff Volksfeind ein. Dieser Terminus befreite umgehend von der Notwendigkeit, die ideologischen Fehler eines oder mehrerer Menschen, gegen die man polemisiert hatte, nachzuweisen. Er erlaubte die Anwendung schrecklichster Repressionen, wider alle Normen der revolutionären Gesetzlichkeit, gegen jeden, der in irgendetwas mit Stalin nicht übereinstimmte, der nur gegnerische Absichten verdächtigt, der einfach verleumdet wurde. Dieser Begriff Volksfeind schloss im Grunde genommen schon von sich aus die Möglichkeit irgendeines ideologischen Kampfes oder der Darlegung der eigenen Ansichten zu dieser oder jener Frage auch praktischen Inhalts aus. Als hauptsächlicher und im Grunde genommen einziger Schuldbeweis wurde entgegen aller Normen der heutigen Rechtslehre das Geständnis der Verurteilten betrachtet. Wobei dieses Bekenntnis, wie eine spätere Überprüfung ergab, er meint jetzt die Kommission, durch physische Mittel der Beeinflussung des Angeklagten erreicht wurde. Das führte zu einer krassen Vergewaltigung der revolutionären Gesetzlichkeit. Dazu, dass viele total Unschuldige, die in der Vergangenheit die Parteilinie verteidigt hatten, zu Opfern wurden. Die Folge dieser Politik war also der Massenterror der 30er Jahre, von dem in erster Linie, so Khrushchev, Parteifunktionäre und Menschen, die in Staat und Wirtschaft verantwortungsvolle Posten übernommen hatten, betroffen waren. Khrushchev präsentierte dem Saal die Ergebnisse der Untersuchungskommission, die er, wie gesagt, im Vorfeld des Parteitages eingerichtet hatte. Wieder Zitat. Festgestellt wurde, dass von den 139 Mitgliedern und Kandidaten des Zentralkomitees, die auf dem 17. Parteitag, der fand 1934 statt, gewählt worden waren, 98 Personen, das heißt 70%, hauptsächlich in den Jahren 1937-38, verhaftet und erschossen wurden. Das Protokoll hält fest, Empörung im Saal. Dasselbe Geschick traf nicht nur die Mitglieder des ZK, sondern auch die Mehrheit der Delegierten zum 17. Parteitag. Von den 1.966 Delegierten mit beschließender und beratender Stimme wurden auf der Grundlage von Beschuldigungen wegen konterrevolutionärer Verbrechen weit mehr als die Hälfte, 1.108 Personen, festgenommen. Schon dieser Fakt allein bezeugt, wie unbegründet, unsachlich und wider allen gesunden Verstand der Vorwurf konterrevolutionärer Verbrechen war, der, wie sich jetzt herausstellt, gegen die Mehrheit der Teilnehmer des 17. Parteitags vorgebracht worden war. Wieder Empörung im Saal. Khrushchev stilisierte somit die Partei und vor allem ihren stalinistischen Kern, dem ja auch Khrushchev selbst entstammte, zum ersten und eigentlichen Opfer des Terrors.
Der Terror, so Chruschtschow, habe sich nicht gegen die Überreste der zerschlagenen Ausbeuterklassen gerichtet, sondern gegen ehrliche Kader der Partei und des Sowjetstaates. So seien viele ehrliche, der Sache des Kommunismus ergebene, hervorragende Parteifunktionäre und auch einfache Parteiarbeiter dem Despotismus Stalins, wie er es nennt, zum Opfer gefallen. Stalin habe in seiner unermesslichen Machtgier die Partei nicht nur entmachtet, indem er kaum noch das ZK-Plenum oder den Parteitag einberufen hatte. Er habe letztlich weite Teile der kommunistischen Partei durch konstruierte Anklagen eliminiert. Im Anschluss kritisierte Chruschtschow auch Stalins Außenpolitik im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs. Es sei Stalins persönliches Versäumnis gewesen, dass die Sowjetunion vom Angriff der Wehrmacht überrascht worden sei. Dass Stalin die zahlreichen Warnungen vor einem bevorstehenden deutschen Angriff nicht habe hören wollen und einfach in den Wind geschlagen habe. Zudem habe die Enthauptung der Roten Armee durch die sogenannte Säuberung ihrer Führung die Verteidigungsfähigkeit des Landes massiv geschwächt. Stalin allein trage die Schuld für die schweren Anfangsniederlagen des Krieges, so Chruschtschow. Darüber könne auch dessen Selbstinszenierung als genialer Feldherr nicht hinwegtäuschen. Stalin sei vielmehr militärstrategisch völlig inkompetent gewesen, habe zahlreiche Fehlentscheidungen zu verantworten und, so spitzte Chruschtschow dann seine Kritik zu, letztlich militärische Operationen auf einem Globus geplant. Wo verliefen die Grenzen der Chruschtschowschen Kritik an Stalin? Ausdrücklich rechtfertigt Chruschtschow Stalins politischen Kampf gegen die Trotzkisten und Rechtsabweichler. Wohlgemerkt nicht deren Hinrichtung, aber durchaus deren politische Entmachtung in den 20er Jahren. Chruschtschow rechtfertigte auch die Entscheidung zur forcierten Industrialisierung und zur Zwangskollektivierung des Jahres 1928. Eine Entscheidung, die er damals mittrug und als Parteichef der ukrainischen Kommunistischen Partei auch tatkräftig umzusetzen geholfen hatte. Die Entkulakisierung, also die staatliche Gewalt gegen die bäuerliche Bevölkerung im Zuge der Zwangskollektivierung, kritisierte Chruschtschow mit keiner Silbe. Auch wird das schiere Ausmaß der staatlichen Gewalt nicht deutlich. Chruschtschow nennt die Zahl von 1000 verhafteten Parteitagsmitgliedern. Aber er sagt nichts darüber, dass 18 Millionen Menschen im Jahr 1938 in den Lagern des Gulag inhaftiert waren. Die Ursachen der staatlichen Gewalt führt Chruschtschow allein auf die Persönlichkeit Stalins zurück. Das Projekt der Bolschewiki, eine völlig neue Gesellschaft zu schaffen, hatte demnach nichts mit der Gewalt zu tun. Es war vielmehr die Paranoia Stalins, die zu all diesen Opfern geführt habe. Und wieder Chruschtschow aus der Geheimrede, Zitat: Stalin war ein sehr misstrauischer Mensch, mit krankhaftem Argwohn, wovon wir, die wir mit ihm arbeiteten, uns überzeugen konnten. Er konnte einen Menschen ansehen und sagen, warum haben Sie heute einen so unruhigen Blick? Oder weshalb wenden Sie sich heute so oft um und sehen mir nicht direkt in die Augen? Der krankhafte Argwohn rief bei ihm wahlloses Misstrauen hervor. Darunter auch im Verhältnis zu hervorragenden Parteifunktionären, die er seit vielen Jahren kannte. Überall, auf Schritt und Tritt, sah er Feinde, Doppelzüngler und Spione. Chruschtschow prangerte in seiner Geheimrede also nicht nur die Verbrechen an, er präsentierte zugleich eine Deutung des Stalinismus. Und diese Deutung ist bis heute sehr wirkungsmächtig. Der Stalinismus ist demnach weniger eine politische Richtung innerhalb der Partei der Bolschewiki, denn die politischen Grundsatzentscheidungen von 1928 werden von Chruschtschow ja nicht in Frage gestellt. Es sei vielmehr im Verlauf der 30er Jahre, vor allem nach der Ermordung von Sergei Kirow 1934, zu einer übersteigerten Gewaltorgie gekommen, die letztlich allein auf Stalin zurückzuführen sei. Und eine solche Sichtweise entbindet natürlich den Rest der Partei und auch den Rest der damaligen politischen Elite vor jeglicher Mitverantwortung. Chruschtschow teilte in seiner Geheimrede jedoch nicht nur Stalin und die Partei in Täter und Opfer,
sondern auch Stalin und das Volk. Während Lenin noch eng mit dem Volk verbunden gewesen sei, habe sich Stalin vom Volk abgegrenzt. Ja, Stalin habe sich über die Partei und über das Volk gestellt. Und genau darin liege der Grund für die Massenrepressalien. Eine Verbindung zwischen der politischen Gewalt und dem Projekt der Bolschewiki, einen neuen Menschen zu schaffen, sah der erste Sekretär der KPdSU hingegen nicht. Letztlich scheint, wenn man die Rede von Chruschtschow liest, allein die Paranoia des Diktators die Ursache für die stalinistischen Massenverbrechen gewesen zu sein. Und damit exkulpierte er die gesamte Gesellschaft, die mitunter ja aktiv an den Verbrechen beteiligt war oder teilweise davon profitierte. Und ich glaube, allein aus diesem Grund ist diese Deutung bis heute auch noch sehr wirkungsmächtig. Ich komme zum zweiten Punkt, den unmittelbaren Auswirkungen der Geheimrede. Die Geheimrede traf die Parteitagsdelegierten unvorbereitet und in ihrer Schärfe auch völlig unerwartet. Der Glaube an die Korrektheit der von Stalin verfolgten Politik wurde bei vielen nachhaltig erschüttert. Für viele einfache Parteimitglieder, die im Anschluss des Parteitages vom Inhalt der Rede erfuhren, brach gewissermaßen eine Welt zusammen, in der Stalin als übermächtige Vaterfigur gethront hatte. Für andere stellten sich grundsätzliche Fragen in Bezug auf die innerparteiliche Demokratie. Daraus, dass Stalins Verbrechen möglich waren, wurde geschlossen, dass am System mehr falsch sein müsse als nur die Führungsfigur an ihrer Spitze. Nachhaltig erschüttert wurde also zudem der Glaube, dass die Partei immer recht habe. Nach der Geheimrede nahm die Diskussionsbeteiligung der einfachen Parteimitglieder merklich zu. Viele bezogen Chruschtschows Stalin-Kritik nicht nur auf den Diktator, so wie es Chruschtschow ja eigentlich vorgesehen hatte und vorgegeben hatte, sondern bedienten sich seiner Argumente, teilweise wörtlich, in Auseinandersetzungen nun mit hohen Parteifunktionären oder auch Betriebsleitern vor Ort. So warf eine Parteiversammlung in Kasachstan ihrem ersten Gebietsparteisekretär vor, er habe die kollegiale Führung im Parteibüro zerstört. Sein Führungsstil sei arrogant, schon den zweiten Parteisekretär kenne er noch nicht mal beim Namen. Zudem sei er beratungsresistent, berufe keine Sitzungen des Gebietsparteikomitees mehr ein und Andersdenkende würde er einschüchtern. Und überhaupt seine Umgangsformen seien sehr grob, womit der Verfasser des Berichts einen zentralen Begriff aus der Geheimrede übernommen hatte, mit dem Chruschtschow eben Stalins Umgangsformen charakterisiert hatte. Zumeist ging eine Kritik am Führungsstil mit dem Vorwurf anderer schwerwiegender Verfehlungen einher. Insbesondere der Bereicherung am Volkseigentum, Schwarzmarktgeschäfte und ein verschwenderischer Lebensstil. Eine derartige Stigmatisierung hoher Parteifunktionäre als gewissermaßen kleine Stalins, die noch dazu korrupt seien, blieb in der Regel nicht ohne Folgen. Das ZK enthob die Beschuldigten ihrer Posten oder versetzte sie in abgelegene Regionen. Es fand im Zuge von Chruschtschows Geheimrede also ein punktueller Elitenwechsel statt und es wurden insbesondere jene regionalen Parteifunktionäre ersetzt, die sich durch Selbstherrlichkeit hervorgetan hatten oder denen man das zumindest glaubhaft vorwerfen konnte. Insgesamt waren die Reaktionen auf die Geheimrede allerdings sehr unterschiedlich. Etlichen Teilnehmern an den regionalen Parteiversammlungen, auf denen die Rede zuerst verlesen und dann diskutiert wurde, ging die Abrechnung mit Stalin viel zu weit und andere forderten nun auch die Verbrechen seiner Helfershelfer im Politbüro zu untersuchen. Sehr schnell zeigte sich, dass die Partei, anders als geplant, die Kontrolle über die Debatte an der Basis aus den Händen glitt. Am dramatischsten entwickelte sich die Lage in Tiflis. Die Vorwürfe gegen den in den vergangenen Jahren stets als großen Georgier gefeierten Stalin empfanden dort viele als Beleidigung des georgischen Nationalstolzes. Die georgische Jugend war mit ständigen Lobsprüchen über Stalins Genie aufgewachsen und die plötzliche Verunglimpfung ihres Idols wurde als politischer Vatermord angesehen.
Wenige Tage vor Stalins drittem Todestag veranstalteten Studenten eine spontane Demonstration. Rund 150 Studenten marschierten zum Stalin-Denkmal, zeigten Porträts des geächteten Parteiführers, trugen rote Fahnen mit Trauerbändern und legten Blumengebinde nieder. Am 7. März verließen Schüler ihre Schulen und schlossen sich den Demonstrationen an. Tausende Jugendliche zogen zum Regierungsgebäude und von einem Hubkonzert begleitet, sangen sie immer wieder "Lang lebe Stalin, lang lebe Stalin". Am 8. März radikalisierten sich die politischen Parolen der Demonstranten. Die Studenten kritisierten nun die Regierung dafür, dass es keine Trauerbeflaggung in der Stadt und keine Marx-, Engels-, Lenin- oder Stalin-Porträts in der Verwaltung gebe. Die Demonstranten zogen vor das Hauptquartier der sowjetischen Streitkräfte, riefen und klopften gegen das Tor. Am Abend wurde eine Lautsprecheranlage auf dem Leninplatz demontiert oder in Besitz genommen und radikale Studenten verlangten nun die staatliche Unabhängigkeit Georgiens. Am 9. März schlossen sich auch Angestellte und Arbeiter den Demonstrationszügen an. Gegen Mitternacht versuchten die Menschen, die Radiostation und das Telegrafenamt zu stürmen. Dabei eröffnete die sowjetische Armee das Feuer. Panzer fuhren im Zentrum von Tiflis auf und es kam zu Kämpfen, die bis in die Morgenstunden andauerten. Dutzende der Demonstranten wurden dabei getötet, mehrere hundert verwundet. Eine Folge dieser Unruhen war, dass die Parteiführung die Anweisung gab, die Geheimrede nun auch vor Parteilosen vorzutragen, ohne allerdings anschließend eine Diskussion zuzulassen. Die Partei fürchtete nun die Eigendynamik der Stalin-Kritik und dies nicht zu Unrecht, denn neben Stimmen, die den Diktator gegen, wie in Georgien, die angebliche Verunglimpfung verteidigten, gab es auf der anderen Seite auch zahlreiche Menschen, die nun die Entfernung von Büsten und Denkmälern Stalins aus der Öffentlichkeit und auch eine Stärkung der innerparteilichen Demokratie forderten. Bis zur Entfernung Stalins aus der Öffentlichkeit vergingen allerdings noch mal weitere 5 Jahre. Erst 1961 ergriff Chruschtschow noch einmal die Initiative bei der Abrechnung mit dem Diktator. Auf dem 22. Parteitag griff er in einer Rede Stalin erneut an, dieses Mal jedoch schon in der öffentlichen Sitzung. Häufig wird dieser 22. Parteitag deshalb auch als der eigentliche Entstalinisierungsparteitag genannt. Dafür spricht unter anderem der Umstand, dass Stalin erst im Zuge dieser öffentlichen Kritik auch aus dem Mausoleum vor der Kremlmauer, in dem Stalin bis dahin einträchtig neben Lenin gelegen hatte, herausgeholt und an der Kremlmauer beigesetzt wurde. Und dafür spricht auch, dass Chruschtschow seine Kritik nun auf die engsten Mitstreiter Stalins ausweitete, von denen inzwischen ja von ihm selbst auch einige als Antiparteiengruppe diffamiert und gestürzt worden waren. Im Kern ging die Kritik Chruschtschows auf diesem 22. Parteitag jedoch nicht über die Kritik in der Geheimrede hinaus. Und abgesehen von der symbolischen Umbettung Stalins hatte diese Rede auch weit weniger Resonanz. Noch wichtiger aber scheint mir, man kann die Entstalinisierung nicht auf eine Stalin-Kritik reduzieren, denn zu Chruschtschows gehörte eben noch weitere Punkte, insbesondere eine neue Weichenstellung in der Wirtschaftspolitik und eine neue Politik gegenüber der Partei, das heißt ein konsequenter Kurs der Dezentralisierung, und den möchte ich nun in meinem dritten Punkt beleuchten. Wie gesagt, hatte sich die Partei auf dem 20. Parteitag vor der Geheimrede in mehreren Tagen Wirtschaftsfragen diskutiert und dann schließlich darauf geeinigt, dass die regionalen und lokalen Parteiorganisationen stärker am Planungsprozess und der Umsetzung der Vorgaben beteiligt werden sollten. Es war auch hier vor allem Nikita Chruschtschow, der in seinem Rechenschaftsbericht, und zwar jetzt in dem im öffentlichen Teil des Parteitages bereits, Kritik an den Parteikadern vor Ort übte. Und nochmal Zitat Chruschtschow:
In den leitenden Funktionen gibt es auch solche Leute, die man zur Kategorie der Beschäftigten Nichtstuer zählen kann. Auf den ersten Blick sind sie sehr aktiv und sie arbeiten tatsächlich sehr viel. Aber ihre Aktivität ist Leerlauf. Sie führen Sitzungen bis zum dritten Hahnenschrei durch, galoppieren alsdann durch die Kollektivwirtschaften, schimpfen die Zurückgebliebenen aus, berufen Beratungen ein und halten allgemeine und in der Regel im Voraus geschriebene Reden. Rufen dazu auf, die Prüfung zu bestehen, alle Schwierigkeiten zu überwinden, einen Umschwung herbeizuführen, das Vertrauen zu rechtfertigen und so weiter. Aber so geschäftig ein solcher Leiter auch ist, am Ende des Jahres stellt sich doch heraus, dass die Sache sich nicht zum Besseren gewendet hat. Der Mensch ist, wie es im Volksmund heißt, in Schweiß geraten und hat doch nichts geschafft. Khrushchev kritisiert hier mit beißendem Spott die stalinistische Mobilisierungsdiktatur. Viele Funktionäre seien lediglich Maulhelden, die sich mangels fachlicher Kompetenz in großspurige Ankündigungen und allgemeine Aufrufe flüchteten. Die regionalen Parteiversammlungen übten keine Kontrolle aus, sondern seien zu reinen Inszenierungen verkommen, in denen sich die Parteisekretäre, gewissermaßen wie Stalin selbst, feiern ließen. Khrushchev forcierte fortan und aus diesem Grunde, aufgrund dieser Problemanalyse, die er getroffen hatte, auch weil ihn viele Berichte sozusagen aus der Partei erreicht haben und eben genau von solchen Dysfunktionalitäten berichtet hatten, Khrushchev forcierte fortan die Dezentralisierung der Wirtschaft und verabschiedete sich damit von der Idee, dass eine zentrale Planungsbehörde eine rationale Wirtschaftsentwicklung bedinge. Gleichzeitig erhöhte er die Konsumgüterproduktion, sodass sich das Alltagsleben der Bevölkerung in den 50er und 60er Jahren spürbar verbesserte. Endlich schien die Zeit vorbei, in der man Opfer für eine lichte Zukunft bringen musste. Endlich schien diese lichte Zukunft auch zu beginnen. Der wirtschaftliche Aufschwung ging mit einer anhaltenden Urbanisierung einher. Doch auch das strukturelle Problem der Wohnungsnot bekam Khrushchev besser in den Griff als seine Vorgänger. War unter Stalin die Kommunalka noch die bevorzugte Lösung des mangelnden Wohnraums in der Stadt, so legte Khrushchev nun ein riesiges Bauprogramm auf, das darauf angelegt war, in kurzer Zeit und mit geringen Kosten neuen Wohnraum zu schaffen. Auch wenn diese Siedlungen, die in der Ära Khrushchev entstanden sind, große Qualitätsdefizite hatten und bis heute haben, so bedeuteten sie damals für viele junge Menschen die erste eigene Wohnung, wo man nicht mit fremden Leuten oder gemeinsam mit den Eltern leben musste. Khrushchev versuchte darüber hinaus, durch tiefgreifende Reformen in der Landwirtschaft das niedrige Lebensniveau der Bevölkerung zu heben. Da eine Produktivitätssteigerung aufgrund fehlender landwirtschaftlicher Maschinen auf die Schnelle nicht einfach möglich war, sollten die landwirtschaftlichen Anbauflächen erweitert werden. Neue Anbauflächen sah Khrushchev vor allem an der unteren Wolga, im nördlichen Kasachstan und im westlichen Sibirien. In einer groß angelegten Neulandkampagne, wie diese hieß, sollten in diesen Regionen neue Anbauflächen erschlossen werden. Und immerhin rund 40 Millionen Hektar Land wurden im Zuge dieser Kampagne erschlossen und erhöhten auch den Ernteertrag. Weit weniger erfolgreich war hingegen Khrushchevs zweites Prestigeprojekt, die Einführung des Maisanbaus in der Sowjetunion. Die Grundüberlegung des ja selbst vom Lande kommenden Khrushchev war dabei gar nicht mal so falsch. Um den Lebensstandard der Menschen zu erhöhen, sollte mehr Fleisch produziert werden. Es mangelte dabei weniger an den Weideflächen als am Futtermittel. Daher stammte die Idee, Mais als ein sehr ergiebiges Futtermittel anzubauen. Bis dahin hatte man wegen klimatischer Hindernisse darauf verzichtet, in der Sowjetunion Mais anzubauen. Mangelnder Niederschlag und kurze Vegetationsperioden sprachen letztlich gegen einen solchen Maisanbau. Zwei Umstände ließen Khrushchev dennoch auf den Mais setzen. Durch die Neulandkampagne glaubte er, dass klimatisch günstig gelegene Felder
nun für den Maisanbau frei würden, da in Sibirien und Kasachstan jetzt ja mehr Getreide geerntet würde. Und er wies an, den Mais einfach zu ernten, bevor er reif sei und ihn dann eben ausschließlich als Futtermittel zu verwenden. Tatsächlich dehnte sich der Maisanbau kontinuierlich aus und 1962 bedeckte er 37 Millionen Hektar Land zwischen dem Baltikum und Zentralasien. Allerdings ließ der Ertrag zu wünschen übrig. Selbst in guten Jahren erreichte man nicht einmal die Hälfte des amerikanischen Niveaus. Und als aufgrund von schlechtem Wetter auch die Getreideerträge zurückgingen, warf man Khrushchev vor, dass das erprobte Wintergetreide nun fehle, da dieses habe dem Mais weichen müssen. 1963 musste die Sowjetunion Getreide aus den USA importieren. Und das war mehr als ein rein landwirtschaftliches Fiasko, das war letztlich eine politische Blamage, die nicht ganz unwesentlich zum Sturz von Khrushchev 1964 beitrug. Inwieweit brach Khrushchev also überhaupt mit der stalinistischen Mobilisierungsdiktatur, die er ja immerhin lange Jahre selbst befürwortet und auch praktiziert hatte? Die Kontinuitäten zu den 30er Jahren sind ganz offensichtlich. Die Neuland-Kampagne war eine Kampagne im frühstalinistischen Stil. Zur Erreichung eines bestimmten Ziels wurden kurzzeitig alle Kräfte angespannt. Städtische Parteikader fuhren aufs Land und versuchten, die dortige Bevölkerung zum Mitmachen zu bewegen, und der Komsomol blieb auch hier ein wichtiges Mobilisierungsinstrument. Und dennoch änderte sich das Land im Zuge des 20. Parteitages grundlegend. Ein deutlicher Unterschied war zweifellos die neue Schwerpunktsetzung von der Schwerindustrie auf die Konsumgüterindustrie. Und im Zuge der Dezentralisierung der Wirtschaft fand eine Kompetenzverlagerung von der staatlichen Planungsbehörde Gosplan auf die lokalen Parteiorgane und die Volkswirtschaftsräte auf Republikebene statt. Folgen dieser Politik waren nicht nur die erwünschte Flexibilisierung durch mehr Mitsprache der in der Produktion Verantwortlichen, sondern auch ein grassierender Lokalpatriotismus, da die regionalen Leitungs- und Kontrollorgane in der Mangelwirtschaft vor allem ihre eigenen regionalen Interessen sahen und auch danach handelten. Waren regionale Netzwerke unter Stalin in Verruf geraten, so blühten sie nun unter Khrushchev wieder auf. Allerdings nutzten die örtlichen Parteifunktionäre die Möglichkeiten einer dezentralisierten Staatswirtschaft mitunter ganz anders, als es sich ihr erster Sekretär vorgestellt hatte. 1959 zeichnete ein ZK-Mitglied aus Moskau ein besorgniserregendes Bild über die Verhältnisse in der usbekischen Parteiorganisation. Der erste Sekretär der usbekischen Partei würde nicht nur sämtliche Posten mit engen Freunden besetzen, sondern er dulde auch die Wiederbelebung nationalistischer Einstellungen. Kommunistische Parteifunktionäre würden öffentlich in nationaler Tracht auftreten, wobei derartige Trachten in sowjetischen Textilfabriken gar nicht mehr hergestellt würden. Es sei davon auszugehen, dass es Betriebe gäbe, die nach Schichtende heimlich diese traditionellen Kleidungsstücke anfertigten. Auch der antireligiöse Kampf würde nicht mit dem nötigen Engagement geführt. Die Imame könnten unbehelligt ihre Propaganda verbreiten, sodass sich die Zahl der religiösen Gemeinschaften von 94 im Jahr 1956 auf 194 im Jahr 1958 mehr als verdoppelt habe. Vergleichbare Vorkommnisse wurden aus allen Gegenden des Imperiums gemeldet. In Lettland würden Russen konsequent benachteiligt, da auf allen Ebenen eine nationalistische Kaderpolitik betrieben würde. Die lettische Parteiorganisation hatte die Kenntnis des Lettischen zur Voraussetzung für die Übernahme eines Parteiamtes gemacht. Hochrangige Funktionäre würden auf Parteiversammlungen nationalistische Standpunkte vertreten, die sich zuweilen auch durch eine scharfe antirussische Note auszeichneten. So habe sich die lettische Parteiführung etwa gegen einen weiteren Ausbau der regionalen Schwerindustrie ausgesprochen, da man den Zuzug von noch mehr russischen Arbeitern verhindern wollte.
In Aserbaidschan wiederum hatte die Parteiführung einen Beschluss gefasst, Aseri zur Staatssprache zu machen. Die Dezentralisierung hatte also nicht intendierte Effekte, welche die Sowjetunion in den folgenden Jahrzehnten prägen sollte. Das Wachsen einer regional gut vernetzten Schattenwirtschaft und die Zunahme von Eigenständigkeitsbestrebungen in den einzelnen Sowjetrepubliken. Und damit komme ich zum fünften und letzten Punkt, der Öffnung der Lager. Den eigentlichen Bruch mit dem Stalinismus bedeutete letztlich das Ende der staatlichen Massengewalt. Oder hier ist, denke ich, der Bruch und die Diskontinuität zu Stalin am größten. Unmittelbar nach dem Tode Stalins waren bereits die Lagerhäftlinge, die nur zu 5 Jahren Haft verurteilt worden waren, amnestiert worden, interessanterweise unter dem damaligen und vormaligen Geheimdienstchef Beria. Rund 1 Million Häftlinge kamen somit frei, rund 1,3 Millionen verblieben jedoch zunächst noch im Lager. Viele Lagerinsassen rechneten aber nach dieser Teilamnestie nun mit einer schnellen Überprüfung auch ihres Falls und beantragten ihre Freilassung sowie ihre Rehabilitierung. Das Regime war aber zu mehr als Einzelfallprüfungen nicht bereit und mit der Flut von eingehenden Anträgen waren die zuständigen Staatsanwaltschaften heillos überfordert. Also aus diesem Grund nichts weiter oder nicht viel geschah und der Lageralltag gewissermaßen einfach weiterging, kam es zu Aufständen. Im Sommer 1953 revoltierten die Häftlinge in Worcuta und in Norilsk. Im Sommer 1954 brach ein Aufstand in einer Sondersiedlung in Kasachstan aus. Diese Aufstände wurden durch die Armee unter Einsatz schwerer Waffen blutig niedergeschlagen. Doch der Staats- und Parteiführung wurde klar, dass man eine Lösung für das Problem der Lager finden müsse. Zwischen 1954 und 1955 wurden deshalb bereits zahlreiche Fälle überprüft und insbesondere politische Häftlinge ganz ohne großes Aufsehen aus den Lagern entlassen. Nach der Geheimrede Chruschtschows kam es dann zu einer flächendeckenden Überprüfung. Nun reisten Sonderkommissionen in die Lager und ließen in Schnellverfahren die für unschuldig Befundenen frei. Davon profitierten neben den noch einsitzenden politischen Häftlingen vor allem diejenigen, die als Kinder wegen geringfügiger Delikte zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden waren. Die Freilassungen irritierten die Partei zusehends. Einerseits wurden die Urteile revidiert, andererseits jedoch die Verantwortlichen für diese Fehlurteile nicht belangt oder die Denunzianten, die letztlich diese Urteile erwirkt hatten, zur Verantwortung gezogen. Dennoch fürchteten die Täter, dass sie früher oder später belangt würden. Viele von ihnen hatten Posten im Staats- und Parteiapparat und sie mussten zumindest damit rechnen, dass die nun heimkehrenden Häftlinge versuchen würden, gegen sie vorzugehen. Man schärfte den Entlassenen deshalb ein, mit niemandem über ihre Haftzeit zu sprechen und niemanden zu denunzieren. Die wenigsten der ehemaligen Lagerhäftlinge sahnen jedoch auf Rache, denn die meisten kamen gebrochen aus den Lagern zurück und sprachen häufig selbst im engsten Familienkreis nicht über ihre Erlebnisse. Gleichzeitig wurden sie bei ihrer Rückkehr nicht gerade freudig empfangen, sondern von den lokalen Stellen und auch von weiten Teilen der Bevölkerung schlug ihnen Misstrauen entgegen. Die einen fürchten sich vor Anklagen oder Racheakten, die anderen unterstellten den Häftlingen, dass es schon einen Grund dafür gegeben haben müsse, dass sie verurteilt wurden. Die Rückkehr in die Normalität gestaltete sich also schwierig und trug nicht zur Integration der Freigelassenen in die sowjetische Gesellschaft bei. Auch ging diese Freilassung keineswegs automatisch, wie man vielleicht meinen könnte, mit einer Rehabilitierung einher. Ein solches Rehabilitierungsverfahren wurde wiederum erst auf Antrag eingeleitet. War ein solcher Antrag erfolgreich, so brachte dies vorwiegend moralische Genugtuung. Als Entschädigung wurden nur 2 Monatslöhne ausgezahlt
Und immerhin sollten Rehabilitierte bei der Vergabe von Wohnungen ein Vorrang eingeräumt werden. Nur selten erfolgte jedoch auch eine Wiederaufnahme in die Partei, welche durchaus manche der Rehabilitierten anstrebten. Das Gros der Rehabilitierungen erfolgte in den Jahren 1956 und 1957. Doch auch in dieser Zeit wurde keineswegs allen Anträgen stattgegeben. 10-20% der eingegangenen Anträge wurden abgelehnt. Nach dem zweiten Entstalinisierungsparteitag von 1961 kam es noch einmal zu einer Welle öffentlicher Rehabilitierungen. Die Zeit der Massenrehabilitierungen war allerdings da bereits vorbei. Ab 1962 gab es nur noch wenige Rehabilitierungen. 1965, also unmittelbar nach dem Sturz von Nikita Chruschtschow, wurden sie praktisch eingestellt. Die Gesamtzahl der Rehabilitationen wird auf rund 2 Millionen geschätzt. Auch wenn nun die meisten Lager aufgelöst waren, so gab es auch unter Chruschtschow natürlich noch politische Urteile. Allerdings sind diese aufgrund ihrer weitaus geringeren Zahl nicht mit den staatlichen Repressionen unter Stalin zu vergleichen. Die Zahl der Verurteilten schwankten jährlich zwischen 150 und 350 Personen. Also der politisch Verurteilten. Auch wurden die politisch Verurteilten nicht mehr in Lager zur Zwangsarbeit gesteckt, sondern ab 1957 nun zunehmend in psychiatrische Kliniken eingeliefert und auf diese Weise von der Gesellschaft isoliert. Betroffen waren vor allem Personen, deren Kritik am System fundamentale Fragen berührte. Auch hier sehen wir also, dass die Entstalinisierung auch bei der Rücknahme der Massengewalt durchaus ihre Grenzen hatte. Ich komme zum Schluss. Nikita Chruschtschow wollte mit der Dezentralisierung der Entscheidungsprozesse die regionalen Parteifunktionäre in die Verantwortung nehmen. Die notwendige Kontrolle sollte dabei durch die Möglichkeit der Parteibasis, offen Kritik zu üben, gewährleistet sein. Doch die regionale Interessenpolitik verselbstständigte sich und führte an der Peripherie des Imperiums gar zu politischen Eigenständigkeitsbestrebungen. Als Nikita Chruschtschow klar wurde, dass eine Kontrolle der Partei von unten nicht funktionierte, wählte er einen anderen Weg. 1961 führte er ein Rotationssystem ein, das die Tätigkeit von Staats- und Parteifunktionären auf 3 Amtszeiten beschränkte. Auf diese Weise hatte er gewissermaßen einen permanenten Elitenaustausch ohne Parteisäuberung institutionalisiert. Ein Jahr später spaltete er die Partei in einen industriellen und in einen landwirtschaftlichen Flügel mit jeweils eigenen Strukturen auf. Auch dies sollte dem Herausbilden weit verzweigter Netzwerke entgegenwirken. Als Chruschtschow ankündigte, auch im Parteipräsidium einen großen Personalwechsel vorzunehmen, da hatte er den Bogen überspannt. Am 14. Oktober 1964 stürzte das ZK seinen ersten Sekretär und ersetzte ihn durch Leonid Brezhnev, jemand, der letztlich genau für diese regionalen Netzwerke stand und unter dem die auch weiter gediehen. Was also leitete Chruschtschow mit seiner Geheimrede im Jahr 1956 ein, dass man im Westen Entstalinisierung nannte und ja auch bis heute nennt? Auch das ist kein Begriff von Chruschtschow oder aus dem zeitlichen Kontext, sondern das ist der westliche Begriff für das, was da vor sich ging. Der Bruch mit Stalin war sicherlich nicht nur Taktik im Diadochenkampf um Stalins Nachfolge, wie das auch immer wieder gesagt wurde, dass er sozusagen, um sich da durchzusetzen gegen seine Konkurrenten, auf Entstalinisierung gesetzt habe und damit dann die anderen Stalinisten ausgeschaltet habe. Denn wäre es Chruschtschow allein um die Macht gegangen, dann hätte er wohl kaum die Partei, nach deren Revitalisierung, die er ja angestrebt hatte, gegen sich aufgebracht. Und vermutlich hätte er sie noch nicht mal revitalisiert. Die Entstalinisierung war aber auch keine Liberalisierung oder gar Demokratisierung der Sowjetunion, so wie der westliche Blick im Kalten Krieg dies gerne zu erkennen glaubte. Wenn man sich die Kommunikation Chruschtschows mit der Partei und der Bevölkerung näher anschaut, dann wird man feststellen,
dass er weniger Feindbilder produzierte und Gewalt nicht länger verherrlichte. Also nicht nur, dass Gewalt weniger praktiziert wurde, sie war auch nicht mehr gesellschaftliches Leitbild. Stalin wurde gefürchtet, über Chruschtschow konnte man lachen. Wenn der Stalinismus also ein künstlicher Kriegszustand war, den Stalin zur Mobilisierung aller Kräfte hergestellt hat, so die neuere Stalinismusforschung, dann beendete Chruschtschow diesen künstlichen Kriegszustand letztlich auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens. Chruschtschow hat also das Land in diesem Sinne befriedet und zu einer Normalisierung des Alltagslebens beigetragen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Jörg Gansenmüller, für diesen sehr schönen und weitreichenden Vortrag. Gerne eröffne ich jetzt die Diskussion. Seien Sie nicht scheu, wagen Sie sich ruhig, Fragen zu stellen. Ich gebe das Mikrofon rum, aber warten Sie bitte, bis ich... Ich würde Sie bitten, die ersten zwei Sätze des Fazits noch einmal zu wiederholen, weil es etwas schnell ging. Kann ich gerne machen. Das zielt nochmal auf diese Politik der Dezentralisierung ab, die ich angesprochen habe. Das heißt, Chruschtschow wollte mit der Dezentralisierung der Entscheidungsprozesse in der Wirtschaft, aber auch in der Parteiarbeit, die regionalen Parteifunktionäre in die Verantwortung nehmen. Das ist ganz wichtig. Und die notwendige Kontrolle, das ist eben die Idee von Chruschtschow, die da nicht funktioniert, sollte durch die Parteibasis erfolgen, indem sie offen Kritik an den sozusagen Parteioberen auf regionaler Basis übt. Also die Frage ist, oder um das mal so zu vergleichen mit Stalin, Stalin hat ja, da gibt es ja eine Kontrolle von oben der regionalen Parteiführung und durch permanente Säuberung auch einen Elitenaustausch. Und dort, wo sich regional starke Netzwerke herausbilden, werden die dann auch mit Gewalt zerschlagen. Und die Idee von Chruschtschow ist, dass die Partei gewissermaßen die Parteiführung auf regionaler Ebene durch die Parteibasis kontrolliert wird. Die Folgen habe ich geschildert, dass das nicht so einfach ist, sondern dass hier dann einfach Eigendynamiken losgetreten werden, die man nicht mehr im Griff hat. Das ist, glaube ich, so ein wichtiges Kennzeichen der Entstalinisierung. Einen Moment. Wie wurde die Geheimrede in den Satellitenstaaten der Sowjetunion aufgenommen? Jetzt im Warschauer Pakt? Also das ist auch sehr unterschiedlich. Von den, auch dort sitzen ja zum großen Teil Stalinisten an der Macht, die relativ wenig begeistert waren, die sich ja zum Beispiel auch sehr stark auf das Modell Stalin gestützt haben. Ungarn wird ja sozusagen noch eine Rolle spielen. Hier war Rákosi, hatte sich selbst als bester Schüler Stalins bezeichnet und dessen sozusagen Herrschaftslegitimation war ja gewissermaßen mit der Geheimrede der Boden entzogen. Und Rákosi sozusagen hatte danach auch Mühe, er musste die Macht teilen und hatte dann sozusagen Mühe, sich da an der Macht zu halten. Und insofern von der Parteiführung eher Kritik, aber natürlich gibt es auch in all diesen ostmitteleuropäischen Parteien Akteure, die bis dahin auch schon Stalin-Kritik geübt haben und für die ist das dann die Möglichkeit, nun ihrerseits Boden gut zu machen oder werden von Chruschtschow auch teilweise auch ganz gezielt sozusagen gepusht, also in Ungarn mit Imre Nagy. In Polen wäre das mit Gomułka eher anders, aber Gomułka ist eben auch so eine Figur, das sind alles Leute, die eigentlich von den Stalinisten so mal abgesägt worden sind und die erleben jetzt so einen zweiten Frühling. Also da hat das schon eine massive Auswirkung. Interessant ist eben, dass das nicht nur an die kommunistischen Parteien in Ostmitteleuropa verschickt worden, sondern auch in Westeuropa. Und vermutlich ist es wohl auch von dort, also das heißt immer aus der italienischen KP, geht das dann sozusagen in die USA, an die New York Times. Also das heißt, tatsächlich die Idee war, dass flächendeckend alle kommunistischen Parteien sollten diese Rede
lesen, kennen und diskutieren. Allerdings die Partei intern, nicht mit der Bevölkerung, sondern als parteiinterne Debatte. So war das geplant. Ich würde gerne gerade anschließen, auch mit einer Frage, die mich interessiert. Wie wurde die Geheimrede eigentlich in der Armee aufgenommen? Weil du hast gesagt, in Tiflis, die Demonstranten haben die Armee Hauptquartiere belagert, weil die Armee ja irgendwo auch natürlich Symbol der Zentralgewalt ist, Moskaus Zentralgewalt über die Republiken, und gleichzeitig ist sie ja auch multinational, sie hat diese Regionalismen in sich und bildet die auch ab. Also gleichzeitig war eben auch die Kritik an Stalins Umgang mit der Armee ein großes Thema. Gibt es da Forschungen dazu, die das ein bisschen näher anschauen? Also da habe ich jetzt bislang weder Forschung noch Quellen. Also was publiziert ist und was ich mir angeguckt habe, sind diese Berichte aus den Regionen, aus den Parteien. Armee ist spannend, müsste man sich mal angucken. Also kann ich jetzt nur ein bisschen spekulieren, aber ich vermute, auch da gibt es genug Leute, die im Krieg oder vor dem Krieg ja sozusagen unter Stalin gelitten hatten, teilweise abgesetzt wurden, dann im Krieg wieder eingesetzt, sofern sie noch am Leben waren. Also da gab es durchaus Akteure, die diese Stalin, die das mit Genugtuung aufgefasst werden haben, dass Chruschtschow so eindeutig die Säuberung der Roten Armee kritisiert. Es gibt der Roten Armee gewissermaßen auch ein Stück weit Raum, in dem Stalin als der eigentliche Kriegsherr ja vom Thron gestoßen wird, gibt das eine Lesart Raum, die in der Generalität eigentlich bis dahin, denke ich mal, subkutan schon vorhanden war und dann ab da in den Memoiren, die sie vor allem danach auch veröffentlichen und insbesondere dann erst in den 60er Jahren sehr stark, das ist so die Interpretation, dass, mal ganz verkürzt gesagt, den Krieg hat die Rote Armee gewonnen und nicht Stalin. Also die Fähigkeit der Generalität ist dafür ausschlaggebend. Das ähnlich, wie Chruschtschow gesagt hat, Stalin mischt sich anfangs stark ein, da haben wir viele Niederlagen, dann übernimmt die Generalität die Kriegsführung und dann wird der Krieg gewonnen. Und das ist eine Deutung, die natürlich sozusagen dann möglich wird und letztlich mit der von Chruschtschow auch übereinstimmt. Mhm. Ja, mich würde das Verhältnis von Stalin und Chruschtschow interessieren, also eher von Chruschtschow zu Stalin. Die sind Weggefährten ein Stück weit. Die kennen sich relativ gut. Was kann man darüber sagen oder spielt das eine Rolle dann bei diesem Akt, Stalin auch ein Stück weit zu demontieren? Also was sind Chruschtschows Motive dahinter vielleicht, kann man sagen? Das ist nicht ganz einfach, weil wir uns da auf Quellen stützen, die vor allem entweder Aussagen von Chruschtschow selbst sind oder dann teilweise auch sehr stark von seinem Sohn in seinen Memoiren in die Welt gesetzt worden. Also sein Sohn ist ein ganz wichtiger Chruschtschow-Interpret. Aber durchaus glaubwürdig ist, das stimmt ja auch mit anderen Berichten von Stalin überein, dass er ja häufig dann auch den engsten Umkreis gedemütigt hat, dass dieses Zitat, das Chruschtschow da in Geheimrede hat, also dass Stalin gesagt habe, warum guckst du heute so komisch? Also das ist teilweise schon überliefert, oder er hätte angeblich dann auch Chruschtschow als Ukrainer genötigt zu tanzen, vor allem auf dem Tisch und so. Ob die einzelnen Episoden nun stimmen oder nicht, ist, glaube ich, gar nicht der Punkt. Ich denke schon, dass man davon ausgehen kann, dass Stalin auch die Politbüro-Mitglieder selbst so behandelt hat, dass sie aus ihrer Sicht wahrscheinlich das auf das Gesicht verloren haben. Und da gibt es durchaus eine persönliche Ebene, die man, glaube ich, in dieser Geheimrede durchaus merkt. Nichtsdestotrotz haben wir Gegenbeispiel, wäre Molotow, der bis zum Schluss, bis zum Ende seines Lebens Stalinist bleibt und Stalin verteidigt, dessen Frau Opfer der Repression wurde, der, würde ich sagen, mehr gelitten hat als Chruschtschow. Das ist eigentlich schlimmer, als mal sozusagen vor versammelter Mannschaft tanzen zu müssen. Da scheint es aber sozusagen bei Molotow, wie auch immer er das verarbeitet hat, er hat Stalin gerechtfertigt. Also bei Chruschtschow hat es meiner Meinung nach schon so eine persönliche Ebene, aber die erklärt nicht alles. Also ich würde es nicht darauf dann reduzieren und sagen, das ist der Grund für die Entstalinisierung, sondern ich glaube, diese Berichte, wenn man sich das anguckt, was 1953 von der Parteibasis kommt, das ist eigentlich desaströs. Also die Schlussfolgerung, die man daraus ziehen
kann und muss, und Khrushchev tut das, ist, die Partei vor Ort ist in einem desaströsen Zustand. Das ist sozusagen eine paralysierte Partei, die sind entweder völlig unfähig oder starr vor Angst, trauen sich nichts zu entscheiden, weil sie Angst haben, irgendwas passiert ihnen. Und deshalb würde ich meinen, ist dieser Versuch, die Partei zu revitalisieren, eigentlich so seine zentrale Absicht. Und das heißt, der Partei muss man ja irgendwie auch diese Angst nehmen, aus dieser Angststarre befreien. Und das ist, glaube ich, deshalb diese Geheimrede auch so an die Partei, darum wird die auch überall verlesen als Signal. Ich würde mal so als Überschrift sagen, ihr müsst keine Angst mehr haben. Ne? Also das ist vorbei durch diese massive Stalin-Kritik. Ihr braucht keine Angst mehr haben. Und dazu gehören dann auch so, glaube ich, auch nicht zufällige Auftritte von Khrushchev, wo es dann ja auch sozusagen gefilmt wird und wo dann in den Wochenschauen kommt, wo er dann irgendwie, naja, halt, was weiß ich, irgendeinen Abhang runterkugelt und eben recht tollpatschig ist. Ne? Und das ist ja auch das Gegenteil. Also darum meinte ich, über Khrushchev kann man lachen. Also vor Khrushchev muss man keine Angst mehr haben. Und das ist glaube ich, so die eigentliche Intention, die da dahinter steckt, also der Partei die Angst zu nehmen. Welches Gewicht hatte der Hitler-Stalin-Pakt in dieser Kritik? War das überhaupt ein Thema in dieser Rede? Nein, also das gehört genau zu den zahlreichen weißen Flecken, die Khrushchev überhaupt nicht berührt. Denn das würde ja wiederum im Prinzip den Bestand des Imperiums auch des Jahres 1956 gefährden. Das heißt, der Hitler-Stalin-Pakt, das ist überhaupt, dass es ein geheimes Zusatzprotokoll gäbe, wurde ja geleugnet, auch noch von Gorbatschow. Also Jelzin ist der Erste, der das dann auch öffentlich macht. Also das gehört gewissermaßen zur Staatsräson, dass dieses geheime Zusatzprotokoll mit der Erweiterung des Imperiums, das wird geleugnet. Es reduziert sich nur auf diese Blauäugigkeit von Stalin im Vorfeld. Da könnte man, passt dieses Bündnis mit Hitler sozusagen mit rein. Aber der Kern dieses Bündnisses, das geheime Zusatzprotokoll, das erwähnt er mit keiner Silbe. Sie sind in Ihrer Rede auf die innenpolitischen Konstellationen eingegangen. Sehen Sie irgendwelchen exogenen Faktoren, außenpolitischen Faktoren, die dazu geführt haben, dass Khrushchev sein Denken umgestaltet hat? Also ich habe nicht den Eindruck, dass das sozusagen als Motivation in irgendeiner Form eine Rolle gespielt hat, außenpolitisch. Khrushchev ändert ein paar sozusagen außenpolitische Dinge, also zum Beispiel das Verhältnis zu Tito, auch das kommt ja noch, also diese Jugoslawien-Politik von Stalin, das änderte er. Es gibt ja dann eine Annäherung an die USA durchaus, auch das ist etwas Neues, aber das würde ich sagen, ist eher, kommt sozusagen so im Zuge dieser Entstalinisierungspolitik, das ist aber nicht ursächlich dafür, denn da gab es eigentlich, die Sowjetunion war jetzt außenpolitisch auch nicht in irgendeiner Zwangslage, aus der er hätte irgendwie rausmanövrieren müssen. Ja, wenn ich mich nochmal hier vordränge, ich habe das Mikrofon. mich interessiert auch eben diese Ambivalenz der Abkehr von der Mobilisierungsdiktatur, weil du hast darauf hingewiesen, eben was man mit Khrushchev in Verbindung bringt, diese Erhöhung der Konsumgüterindustrie, die Verbesserung des Lebensstandards, aber das alles traf ja eigentlich nur auf die urbane Bevölkerung zu und auf die sich urbanisierende Bevölkerung. Ja. Während grundsätzlich das strukturelle Modell der kollektiven Landwirtschaft und auch die Situation der Bauern wurde ja eigentlich überhaupt nicht angegangen unter Khrushchev, oder? Also das war wie auch ein weißer Fleck, scheint mir, ja, wo man nicht dran ging, weil das das ganze System auch gefährdet hätte. Genau, also wenn man Stalinismus oder der Beginn des Stalinismus, könnte man sagen, ist das Jahr 1928, genau mit diesen zwei Grundsatzentscheidungen, Zwangskollektivierung und forcierte Industrialisierung. Und als drittes Element käme die Massengewalt.
dann noch dazu. Und ich würde sagen, bei der Beendigung der Massengewalt bricht Chruschtschow am deutlichsten mit Stalin. Bei der forcierten Industrialisierung partiell, also die ist nicht vorbei, es gibt auch weiterhin diese Großprojekte, aber zumindest ergänzt, indem das nicht mehr alles durch Konsumverzicht erkauft wird. Das war ja sozusagen unter Stalin die Politik, die forcierte Industrialisierung wird bezahlt durch Konsumverzicht der Bevölkerung. Und am wenigsten, würde ich sagen, in der Landwirtschaftspolitik. Also das heißt letztlich mit dieser der Versuch, aus diesen Kolchosen Sowchosen zu machen, also sozusagen riesige staatliche Betriebe, das ist zwar auch ein Versuch, da was zu ändern und das auch effektiver zu machen, aber kein Bruch, sondern eher eine Art Weiterentwicklung desselben Modells. Also im Grunde würde ich sagen, steht Chruschtschow oder Chruschtschow war Stalinist und bleibt das zu einem guten Teil bis zum Ende seines Lebens. Und er steht, glaube ich, nach wie vor auf diesen Beschlüssen des Jahres 1928. Ich glaube, wo er sich abwendet, ist dann das, was in den Jahren 1934 folgende passiert. Das sieht man auch bei der Ausschaltung politischer Gegner in den Jahren, in den späten 20er, frühen 30er Jahre. Das kritisiert er mit keiner Silbe. Im Gegenteil, das findet er richtig. Dass man die dann umbringt, das findet er nicht in Ordnung. Aber dass Trotzki, Bucharin, Sinowjew keine Rolle mehr in der Partei spielen, weil das Anti-Leninisten waren, das ist völlig richtig aus Chruschtschows Sicht. Nur dass man, das war auch der Fakt, letztlich schon machtlose ehemalige Konkurrenten sozusagen dann noch umbringt, das ist das, was Chruschtschow kritisiert. Also eher der Bruch mit dem Stalinismus ab 1934, aber 1928, das auf dem Boden steht Chruschtschow bis zum Ende. Wurde das Thema mit der Abrechnung mit den Verantwortlichen für all diese Verhaftungen, wurde das jemals abgeschlossen oder wie wurde das dann weitergeführt? Also diese Abrechnung, diese gesellschaftliche Abrechnung sozusagen, nicht wirklich. Unter Brezhnev wird das alles, diese ganze Stalin-Frage, um es mal so zu nennen, Brezhnev dreht das nicht zurück, was Chruschtschow gemacht hat, aber er führt es auch nicht weiter, sondern das Ganze wird mehr oder weniger, Stalin wird beschwiegen, er wird nicht mehr sozusagen gefeiert, aber wird auch nicht mehr kritisiert und das Ganze wird sozusagen überwölbt mit diesem Zweiten Weltkriegskult, der dann ja sehr groß wird. Und unter Gorbatschow gibt es dann erste Versuche, hier auch nochmal, da gibt es wieder Rehabilitierungen weiter, aber es gibt auch unter Gorbatschow und auch unter Jelzin nicht sowas wie eine strafrechtliche Aufarbeitung des Stalinismus. Den einzigen Prozess, den es gibt, ist gegen die KPdSU als Partei unter Jelzin und da geht es nicht darum, jemanden persönlich für Verbrechen zu belangen, sondern das Ziel ist, so sehe ich das zumindest, vor allem die KPdSU zu verbieten. Und deshalb wird ihr da der Prozess gemacht. Aber ansonsten findet eine strafrechtliche Aufarbeitung der Diktatur oder hat bis heute eigentlich nicht stattgefunden und mittlerweile sind die Akteure von damals ja überwiegend auch nicht mehr im Leben. Das heißt, das wird auch nicht mehr kommen. Ja. Wenn keine weiteren Fragen sind, dann möchte ich dir noch ganz herzlich danken für den Vortrag. Ich fand es einen sehr spannenden Abend. Ich würde mich freuen, viele von Ihnen in 2 Wochen wieder hier zu sehen. Ja, und einen schönen Abend noch. Dankeschön.